So, hallo liebe Grinsekeller. Und willkommen zurück zu. Ich mache mal ganz kurz die Musik an. Hallo und willkommen zurück zu Geheimakte Tunguska. Ja, hey Grinsekeller, deine Stimme hört sich total anders an. Hey Grinsekeller, ich kapiere das gerade überhaupt nicht. Ja, es geht weiter mit Geheimakte Tunguska. Ja, die Musik eskaliert gerade ein bisschen. Ich gehe gleich mal nach Russland im Zug, nämlich da waren wir zuletzt stehen geblieben. Ich muss aber noch einiges erklären, das mache ich nach dem Intro. So, ich bin gerade wieder zurück, das ist schon mein 10. Aufnahmeversuch. Ja, das Intro ist immer noch das gleiche, der Ton ist allerdings ein bisschen ein anderer. Das liegt einfach schlichtweg daran, dass ich mich von meinem alten Headset, das es jetzt gar nicht mehr gibt, gelöst habe und jetzt wieder mit meiner Webcam aufnehme. Auch schon getrennte Programme und alles mögliche, das war ja über ein Jahr, ist die letzte Aufnahme her. Also bitte, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß noch grob, worum es in Geheimakte Tunguska geht. Ihr Playlist gucke, wisst es bestimmt eh viel, viel besser als ich gerade. Und durch meine Aufnahmeversuche habe ich schon mitgekriegt, dass ich jetzt hier versuchen muss, alle Lichter abzuschalten. Und klicke da einfach mal so ein bisschen fröhlich durch die Gegend. Allerdings scheint das ja echt toll zu funktionieren. Ich muss nämlich hier gerade versuchen, alle Lichter abzuschalten. Ja, da unten hat es schon geklappt. Sehr gut. Ich glaube, wir sollten nicht an den Rand klicken. Oder so. Mann, ich war gerade voll nah dran. Ach. Ja, das ist gerade nur ein bisschen Klickerei. Das tut mir leid. Ihr hört übrigens auch keinen Klicksound mehr. Liegt auch anders an einer neuen Maus. Ja, Geheimakte Tunguska sollte ja eigentlich erst Ende August kommen. Habe ich mich jetzt allerdings dazu entschlossen, das jetzt gleich hier aufzunehmen, weil alle anderen Spiele, die ich jetzt eigentlich gerade aufnehmen wollte, die habe ich gleich wieder in den Tonny geschmissen. Also an alle diejenigen, die jetzt ein Pferdespiel erwartet haben, nein, Geheimakte Tunguska ist jetzt hier wieder am Start und das finde ich auch besser. Na, ganz ehrlich, das findet doch jeder besser. Ja, mit Geheimakte Tunguska hat es ja auf meinem Kanal erst angefangen, mittlerweile ist schon so viel passiert. Also, glaubt gar nicht. In einem Jahr kann so viel passieren. Ich habe damals, glaube ich, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe, gar nicht geahnt, dass ich so weit überhaupt jemals kommen werde. Tja. Was alles so in einem Jahr passieren kann. Ich bin gerade ein bisschen zu doof dafür, kann das sein? Weil ich, glaube ich, ein bisschen random klicke. Hier muss da erstmal nochmal ein System drin finden. Aber irgendwie erkenne ich da gerade keins. So, Mann. Okay. Es ist wieder eins und ich vervielfältige das wieder. Mann, jetzt habe ich alles wieder schlimmer gemacht, Mann. Also das ist gerade ein bisschen doof. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich das sonst machen soll. Weil eine Lösung dazu gibt es jetzt, glaube ich, ja nicht so. Und ich will auch keine Lösung angucken. Also, falls diese Folge nur mit diesem Ding hier zusammenhängt, was ich insgeheim nicht hoffe, allerdings scheint es gerade so auszusehen, dass ich hier einfach... Mann! Ah! Reset. Oder? Nee, komm. Sagen bestimmt alle, hey, Grinsekeller, bist du voll doof. Das muss man so und so machen, ja. Yeah. Sagt derjenige, der gerade eben noch die letzte Folge Geheimakte Tunguska gesehen hat, wo wahrscheinlich 1000 Hinweise drin waren, wie man das hier lösen kann. Ich habe mir das natürlich nicht innerhalb von einem Jahr gemerkt. So. Ich kann ein bisschen doof. Hallo. Guck, guck. Kann ich mal. Bitte? Hallo? Grinsekeller ist durchgefallen, ja, ich meine. So. Hey, Grinsekeller, das habe ich innerhalb von 2 Sekunden gelöst. Es freut mich total, dass du das innerhalb von 2 Sekunden gelöst hast, aber nee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Wir müssen alle in eine Ecke drängen und die dann umzingeln, so quasi Mobbingkreismäßig. So.
So. Ah, ich hab ne Idee. So. Nein. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich ein System drin gefunden. Sondern wir müssen immer so ein T erstellen, siehst du? Dann geht das weg und dann. Da oben ist noch ein T. Dann schieben wir die da mal nach da, so vielleicht. Oh ja. Oh. So. T. Wir müssen irgendwelche T's finden. T's finden, T's finden. Hier können Sie halt, das heißt T finden und nicht T's. Merz davon T ist T. Ja, aber ich meine doch nicht das. Ich meine doch nicht den T, sondern. Manu. Machen wir die schon mal weg. Kann ich jetzt hier irgendwie Paischuh? Nee, ist doch kein Paischuh. Oh, Prinz, kommst du drauf. So. Da ist noch ein T. Da ist ein T. Franzika, du bist voll doof. Ja, Entschuldigung, dauert noch ein ganz kurzes Sekündchen. Ah, vielleicht mache ich gerade noch einen Zeitraffer, aber das will ich nicht. Mann, Mann. So. Entschuldigung, falls ich gerade ein bisschen stiller bin, aber ich muss gerade mich saumäßig konzentrieren. So. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Meine lieben Freunde. Amante. 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 Auch wenn ihr jetzt Kommentare reinschreibt, das kann ich jetzt nicht sofort umsetzen. Nicht? Wir brauchen Tees. Also, nicht den Tee, sondern. Ach, vergiss. Leute. Leute. Reset. Wenn ich das richtig überblicke, sollte ich mal versuchen, alle Lichter abzuschalten. Was mache ich gerade die ganze Zeit? Bah. Mhm. Tee. Übrigens, falls ihr gerade den Summen von meinem Computer hören solltet, dann tut es mir echt leid. Muss ich mir Zeiten umstellen? Mann! Geht's hier irgendein Spur nach Irland? Ja. Safe, wenn sie auf eine Lampe klicken, verändert sich nicht nur der Zustand dieser Lampe, sondern es verändert sich auch der Zustand der senkrecht und waagerecht angrenzenden Lampen. Wenn sie die farblich markierten Lampen in der Reihenfolge. Rot, Grün und Gelb, was? Wenn ich das richtig überblicke, sollte ich mal. Rot, Grün. Ach, ich kann auch auf leere Felder klicken. Ach ja, weißt. Geschafft. Hoffentlich ist der Inhalt der Mühe. Zwar mit Hilfe, aber hey. Endlich was über den Verbleib meines Vaters. Jede Menge Unterlagen. Irgendwo muss doch diese verdammte. Sag mal nicht. Ah, hier. Die Liste aller Teilnehmer am Tunguska-Projekt. Was auch immer das sein mag. Auf jeden Fall ist sie unterteilt nach Wissenschaftlern, Militär und Geheimdienst. Im Zug sind das schon über 100 Namen. In der Station weit über 1000. Was genau machen die denn alle? Naja, egal. Erstmal muss ich schauen, ob mein Vater an Bord des Zuges ist. Dann bin ich mal gespannt. Hinter einigen Namen sind Kreuze. Sind die alle tot? Ich kann nur hoffen, dass die Kreuze eine andere Bedeutung haben. Mein Vater scheint aber nicht auf der Liste zu stehen. Weder im Zug noch in der Forschungsstation. Bin ich jetzt deswegen beruhigt oder besorgt? Immerhin haben sie ihn nicht nach Russland verschleppt. Aber dafür ist meine einzige wirklich heiße Spur jetzt nur noch lauwarm. Ich werde mir mal die anderen Unterlagen anschauen. Hm. Vielleicht bringt mich das ja irgendwie weiter. Hier ist eine Mappe mit dem Titel Tunguska-Projekt. Die sollte ich mir mal näher ansehen. Nicht schlecht. Eine Menge Formeln und wissenschaftliches Zeugs, bis ich das verstanden habe. Was? Was ist das denn? Hier steht etwas von einer Kalenko-Expertise. Nee, der Kalenko. Scheint tatsächlich von meinem Vater zu sein. Er hat wohl 1976 nachgewiesen, dass ein in der Tunguska-Region gefundenes Objekt
außerirdischen Ursprungs ist. Aufgrund dieser Expertise hat dann die Regierung grünes Licht für den Ausbau der Forschungsanlage gegeben, um von der Öffentlichkeit abgeschottet Experimente mit dem Bruchstück durchführen zu können. Offenbar haben diese Experimente dann ergeben, dass man das Verhalten von Tieren beeinflussen kann, wenn man bestimmte Strahlungsfelder mit diesem Bruchstück modifiziert. Daraufhin wurde das Tunguska-Projekt ins Leben gerufen, um die Technik zu verfeinern. Dann kommen seitenweise Versuchsergebnisse, die müssen da tausende von Tierversuchen gemacht haben. Nur mit welchem Ziel? Was versprechen die sich davon? Lässt sich das militärisch nutzen? Zug! Baruski Musik! Nein! Nein! Nina, halt dich fest! Entweder sind ja ein Tod oder dramatische Musik und der Sensenmann. Oh, hallo Oleg. Ich hoffe, es gibt gute Neuigkeiten. Der Zug ist entgleist. Und Nina? Ist sie okay? Verdammt, wie konnte das passieren? Ich dachte, ihr passt auf sie auf. Ich will mich aber nicht beruhigen. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Und das Ergebnis... Oben. Ja, okay. Wo genau? Alles klar. Bin schon auf dem Weg. Mitten in Russland, weißt du? Wenn Sergejs Informationen stimmen, müsste dies das Militärkrankenhaus sein, und das sie Nina gebracht haben. Ach nee, ich hasse dieses Kapitel. Könnte es nur passieren, dass ein ganzer Zug entgleist? Man vermutet einen Anschlag. Aber das soll Na klar, macht man immer. Du musst Nina nachholen. Ich? Ja, alleine stehen deine Chancen besser, nicht entdeckt zu werden. War sowieso schon ein Wunder, dass wir so einfach bis hierher gekommen sind. Ich habe zwar extra einen großen Bogen um die Forschungsstation gemacht, aber so dicht dran hatte ich schon fast damit gerechnet, dass uns das Militär abfängt. Okay, und wie komme ich jetzt da rein? Lass dir was einfallen. Prima. Aber schon mal vielen Dank fürs Herbringen. Ohne dich hätte ich das hier nie gefunden. Gern geschehen. War doch selbstverständlich. Du machst dir ziemlich Sorgen um Nina, oder? Ja. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Du magst die Kleine wirklich, oder? Ja, sie ist toll. Ohlala. Hey, aufwachen, Junge. Träumen kannst du, wenn du Nina da rausgeholt hast. Ja, hast recht. So, nun aber los. Viel Zeit. Ach. Ich warte hier, falls du irgendwie Hilfe brauchst. Ach ja, denk dran. Nina ist unter dem Namen Perkova unterwegs und wohl auch unter diesem Namen eingeliefert worden. Und jetzt viel Glück. Danke. Das werde ich wohl auch brauchen. Ja. So. Eine Gegensprechanlage. Und ich dachte immer, in so abgelegenen Regionen gäbe es nicht mal Strom. Irgendjemand schreit da die ganze Zeit rum und das macht dezent Angst. So, Max latscht natürlich erstmal direkt drauf zu und... Ach, nee. Schönen guten Tag, ich mache hier in der Gegend Urlaub und bin zufällig vorbeigekommen. Sieht toll aus, ist bestimmt alt, oder? Kann ich mir das Haus mal aus der Nähe ansehen? Ich bin ein großer Fan von Gebäuden aus der Zarenzeit. Sonst geht's aber noch, oder? Das ist hier ein Krankenhaus, kein Museum. Ja und? Ich will's mir doch... So, den kann man nicht durch den Bildschirm aufweigen. Nicht lang. Hier gibt's ja sonst nicht so viele interessante Gebäude. Das Militärkrankenhaus. Das mit dem Architekturtouristen gehörte wohl nicht gerade zu meinen besten Ideen. Fürs Nein. nächste Mal merken, mit Kunst kommt man nicht weit. Ja. Verschlossen. Ist scheinbar elektrisch. Hat auf jeden Fall kein Schloss. So, was kann ich jetzt machen? Mit dem weiterlatschen reden will ich nicht. Scheint ein Krankenwagen zu sein. Die Schrift darauf ist russisch, kann ich nicht lesen. Aber da steht ein Telefonsymbol mit einer Nummer daneben. 03112. Kann ich das irgendwie hier kombinieren? Mein Handy mit allem Schnickschnack. So, was ist da? Ziemlich unheimlich, mehr wie ein Geisterschloss. Ich sollte Nina da schnellstens rausholen. So, ich würde gerne da jetzt die Notrufnummer anrufen. Hä? Den Wagen rauszulocken mag eine gute Idee sein. Aber erst einmal brauche ich eine plausible Begründung, warum ich die hier antanzen lassen will. Okay, Nina. Ihr Handy ist aus. Hab ich. Okay, Nina, können wir uns also gleich abschminken. Da ist deine Stofftasche. So. Max latscht mal wieder hier richtig cool über den ganzen Platz.
Eine Einkaufstasche aus Stoff. Ah ja, warum liegt die hier, warum ist hier überhaupt eine Bushaltestelle? Wir sind mitten in der russischen Pampa. Hier ist ein Militärkrankenhaus, bewacht vom Militär, und hier ist eine Bushaltestelle. Kannst du dich damit irgendwie erwürgen oder sowas? Nee. Oder ihn erwürgen? Als provisorischer Verband könnte es wohl reichen, wenn Oleg verletzt wäre. Aber außer zwei Fingern und einem sympathischeren Auftreten fehlt ihm ja derzeit nichts. Okay. Wir müssen jetzt also Max irgendwie töten oder irgendwie, also nicht gleich töten, aber halt. Was kann ich denn hier noch machen? Ich mal kurz auf die Lupe. Ein Busch. An dem Strauch hängen kleine rote Beeren. Okay. Ah, ich verstehe. Mein Arzt sagt immer, ich soll mehr Früchte essen. Naja, vielleicht ist mehr Früchte pflücken ja schon mal ein Anfang. Ja, Max. Deine schlechten Sprüche kannst du jetzt aber nicht checken. Nun habe ich eine löchrige Tragetasche mit hässlichen roten Flecken. Und die kannst du jetzt umbinden. Oder Oleg umbinden. Und dann sieht aus, als hätte das ich gerade. Hier, bind dir das mal um die Hand mit den fehlenden Fingern. Wenn der Sanitäter nicht so genau hinsieht, können wir ihm vielleicht vorgaukeln, du hättest die Finger gerade erst verloren. So, macht dann natürlich ohne weitere Widerworte. Kann ich mal bitte hier den, Max, ruf bitte an den Krankenwagen. Wir machen übrigens 20 Minuten Folgen. Habe ich gerade entschieden. Mein Freund hat sich schwer verletzt. Ich befürchte, dem fehlen ein paar Finger. Ja, ich stehe an der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus. Bitte schicken Sie schnell jemanden vorbei. Ich glaube, der verblutet. Ja, aber machen Sie schnell. So, dann wollen wir mal hoffen, dass Olegs schauspielerische Qualitäten ausreichen, um den Krankenwagenfahrer von seiner Geschichte zu überzeugen. 20 Minuten Folgen. Na? Action-Sequenz. 20 Minuten Folge. Action. Was steht da? Konnte ich gar nicht lesen. Jetzt muss ich nur noch Nina finden. Aha. Geh einfach durch diese Tür. Abgeschlossen. Total safe hier. Bestimmt. Leere Spritzen, verschmierte Verbände und ein Finger. Ob ich den Oleg... Nein, besser nicht. Nee, lass einfach. Guck einfach nicht mehr rein. Tut so weniger weh, da ist noch. Scheint ein Abwasserrohr zu sein. Es führt ins Obergeschoss. Die Lampe beleuchtet den Kellereingang. Ach, was du so nicht sagst. Ich hab gedacht, das... Irgendwas wirft diesen Schatten. Irgendwas hier ganz in der Nähe. Sonst noch da hinten. Ich denke besser nicht darüber nach, was für Eingeweide damit schon entfernt wurden. Ich komme mit der OP-Zange vielleicht die Tür knacken. Hallo. Max ist doch so ein Einbrecher, weißt du so bestimmt, wie das geht. Oh geil, eine OP-Zange. So, können wir da... Können wir jetzt auch hier wieder weggehen? No problem. Sieht nicht gerade wie ein typischer Krankenwagen aus, mehr wie ein Militärfahrzeug. Aber was machen die hier so weit weg von jeglicher Zivilisation? Möchte ich gar nicht rausfinden. Vor allem, wenn die ganze Zeit irgendjemand rumschreit im Hintergrund. Nicht gerade das neueste Modell, scheint aber ihren Zweck zu erfüllen. Creepy. Ach man, ich dachte, wir können jetzt... Das ganze Karlfahrt wird stehen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, da so einfach reinzuspazieren. Dann gehen wir halt wieder zurück. Aber irgendwie... Gehen wir mal ganz kurz zurück. Moment mal. Wir müssen irgendwas jetzt hier kombinieren. Also das geht nicht, das geht wahrscheinlich auch nicht. Dann müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Hier, vielleicht hier. Hier so, nein. Container. Ihr Handy ist aus. Achso. Vielleicht Kabel von Sinn anrufen. Ja, jetzt ist es gerade schwierig. Wir müssen jetzt irgendwie diesen Schatten, glaube ich. Der ist eine ganz, ganz heiße Spur.
Aber ich frage mich, wo der herkommt. Man. Scheint ein Abwasser. Ja, das weiß ich. Aber wie kommen wir da hoch? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Leere Spritze. Nee. Ich dachte, der sucht jetzt da nochmal rum. Wenn wir da nochmal draufklicken, aber. Also hier steht schon mal definitiv nichts und die Folge ist schon vorbei. Was? Ich sage, da machen wir dann das nächste Mal weiter. Naja. Wir machen auf alle Fälle das nächste Mal weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge Geheimakte Tunguska nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao mit K. Nächsten Sonntag, ne? 20 Minuten Folge. Weißt du. Also, ciao.